Achtung, Löwenalarm! Oder doch nicht? In Berlin, da kann es schon mal sehr gefährlich werden, vor die Tür zu gehen. Aber normalerweise nicht in Kleinmachnow. Diesmal war das anders, denn da ist jetzt eine Löwin ausgebüxt. Da aber kein Zoo überhaupt eine Löwin vermisste, gab es schon die ersten, die hier einen Privatbesitzer mit exotischen Tieren vermuteten. Das war doch wieder dieser Remo-Clan. Schließlich kann man in Brandenburg tatsächlich legal Privatlöwen halten. Das könnte man, by the way, auch mal abschaffen, oder? Jedenfalls mehrere Drohnen, Polizeihubschrauber und hunderte Einsatzkräfte waren im Einsatz. Aber vergebens. Warum? Weil sie eigentlich ein Wildschwein war. Die Löwin, die eigentlich ein Wildschwein war, ist ein sogenanntes Sommerlochtier. Jeden Sommer gibt es ein Tier, das entlaufen ist oder irgendwas Besonderes kann und große Aufmerksamkeit erregt. Vielleicht erinnert ihr euch noch an den Problembären Bruno oder an Schwan Petra, die sich in ein Tretboot verliebte. Aber ist das nicht beruhigend? Egal wie viel Ärger um uns herum ist, es ist immer noch so ein kleines bisschen Platz für eine tierische Geschichte. Wie gestern, als es hieß,